Herzlich willkommen zu einem weiteren Kamingespräch. Politik muss wieder für die einfachen Menschen gemacht werden. Das ist mein heutiges Thema mit meinem Gast, dem Autor dieses Werks, dieses Plädoyers für eine diskursive, pluralistische und solidarische Gesellschaft und eine neutrale Friedensrepublik Österreich, Markus Gartner. Herzlich willkommen zu diesem Gespräch. Schönen Markus, Tag. Markus Gartner ist 1986 in Eisenstadt geboren, also noch ein junger Mensch. Gleich wird der Herr Bundeskanzler außer Dienst. Ah, okay. Hat katholische Fachtheologie studiert, auch Religionspädagogik an der Uni Wien und auch Politikwissenschaft dort, eben dort. Religionslehrer war er und ist sehr sozial und politisch engagiert, wie er mir auch im Vorgespräch gesagt hat. Ist er auch in der Arbeitsgemeinschaft Christen und Sozialdemokraten aktiv, ist in der Solidarwerkstatt tätig und bei selbstbestimmten Österreich. Ja, herzlich willkommen und ich freue mich auf unser Gespräch. Dieses Werk ist jetzt 3 Jahre alt. Die Frage ist, was hat Sie motiviert, genau dieses Buch zu schreiben? Schauen Sie, ich lese sehr viel und ich habe unter anderem ein Buch gelesen von Jörg Haider, das heißt Die Freiheit, die ich meine. Das Buch hat mich beiderlei fasziniert. Einerseits, weil es sehr flott geschrieben war, und andererseits, weil ich viele Inhalte abgelehnt habe, aber trotzdem nicht losgekommen bin davon. Und da habe ich mir gedacht, es wäre nicht schlecht, wenn man mit diesem Schreibstil selbst ein Buch schreibt, halt mit seinen Inhalten. Mhm. Und so bin ich auf das Buch gekommen eigentlich. Mhm. In dem Buch konstatieren Sie ja eine Diktatur der Reichen, der Konzerne, der Banken, und die werden von den aus Ihrer Sicht Parteibonzen dabei unterstützt. Wie kommen Sie zu dieser Schlussfolgerung? Schauen Sie, das ist im Prinzip ganz einfach. Wenn man sich statistisch anschaut, dass 1% der Bevölkerung so viel besitzt wie 90% der Bevölkerung, kann man, glaube ich, nicht von einer Demokratie im engeren Sinne sprechen. Ich meine, man kann formal, juristisch von einer Demokratie sprechen, ist ja keine Frage. Es gibt Wahlen und es gibt demokratische Prozedere, es gibt einen Rechtsstaat. Aber wie schon Karl Marx lehrt, kommt es ja nicht nur darauf an. Also es kommt ja auch darauf an, wie kann ich tatsächlich zu meinem Recht kommen, wie kann ich tatsächlich zu Mitbestimmen kommen. Wenn man hernimmt, wie viel ein Wahlkampf kostet bei einer durchschnittlichen Partei auf Bundesebene, wenn man hernimmt, was eine Kampagne kostet für ein Volksbegehren oder für sonstige Dinge, dann weiß man, dass es fast nicht möglich ist, als jemand, der nicht über ausreichend Ressourcen verfügt, dass er sich tatsächlich umfassend politisch betätigen kann. Ich meine, es gibt Ausnahmen. Die Grünen in den 80ern sind natürlich ohne Geld in die Politik gekommen. Auch andere. Aber das ist so marginal gering im Verhältnis zu dem, dass man mit Geld in die Politik kommt, dass meine These letztendlich stimmt. Jetzt haben Sie ganz locker Karl Marx in den Mund genommen. Sie sind katholischer Theologe. Das würde ich jetzt nicht so als erste Assoziation nehmen, wenn ich sozusagen katholische Theologie studiert habe. Was verbindet Karl Marx und Sie als Theologen? Ja, ich bin ja auch Politikwissenschaftler, also von denen ja, natürlich okay. Auch. Es ist für mich ganz einfach, man muss unterscheiden aus meiner Sicht. Die katholische Theologie bietet mir Grundwerte, das heißt von der Nächstenliebe, Solidarität, wie auch immer man das nennt, Freiheit, so Freiheit hat euch Christus befreit, das sind einmal Grundwerte. Und Karl Marx liefert aus meiner Sicht Analysekriterien und beides braucht man. Es steht auch in meinem Buch, dass es mir um eine auf Werten und Analysen aufbauende konstruktive Sachpolitik geht. Das heißt, ich brauche Werte. Die hole ich mir in erster Linie aus der Theologie, nicht ausschließlich, aber in erster Linie. Und ich brauche Analysekriterien. Die hole ich mir sehr oft von Karl Marx. Mhm. Also brauche ich beides. Mhm. Das heißt, ich brauche die Idee und ich brauche das Werkzeug. Und das lässt sich hier synthetisieren sozusagen. Ja, natürlich dialektisch, aber immerhin nicht. Also überhaupt gehe ich immer von einer pluralistischen Welt aus, wie auch mein Buchtitel heißt. Also von denen
sehe ich nicht in erster Linie Widersprüche, sondern versuche immer die Gemeinsamkeiten zu sehen, ohne dass ich die Widersprüche auflösen will. Das ist nicht mein Ziel. Ich will jetzt nicht Karl Marx zu einem Paradekatholiken machen, zum Beispiel. Das behaupte ich nicht, das wäre anmaßend. Ich will Karl Marx lassen, wie er ist, und ich will mir das herausnehmen, was ich für wichtig halte. Mhm. Ich würde mich dafür nicht als Marxist bezeichnen, aber als wissenschaftlicher Sozialist, damit kann ich schon leben. Mhm. Kommen wir zurück zu den von Ihnen dargestellten Ausführungen im Hinblick auf das Gesellschaftsmodell, das Sie hier anstreben. Was sind so die Grundlagen für dieses von Ihnen angedachte Gesellschaftsmodell? Das ist sehr witzig, weil ich habe heute eine Rede gehalten am 26. Oktober, wo ich die Grundwerte herausgearbeitet habe. Also ich kann sie nennen, die 6 Grundwerte, ich kann es gerne wiederholen, weil ja das Publikum hier jetzt meine Rede nicht gehört hat. Also beginnen wir mit den ersten 3 und dann mit den zweiten 3. Das sind für mich, wenn man so will, 3 Paare. Die ersten werden oft skandiert bei Demonstrationen: Friede, Freiheit, Souveränität. Und die dritten Paare, das ist meine Ergänzung: Vielfalt, Solidarität, Neutralität. Ich werde jetzt kurz erklären, wenn es genehm ist, was ich damit meine. Also Friede ist für mich umfassend als nur, wir führen keinen Krieg. Friede heißt für mich Kompromisse finden, idealfall sogar Konsens finden. Frieden heißt für mich sozialen Ausgleich finden zwischen Arm und Reich, zwischen Unternehmen und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, zwischen verschiedenen Volksgruppen und so weiter und so fort. Das ist auch Frieden für mich. Freiheit heißt für mich einerseits auf persönlicher Ebene, dass man als Mensch grundsätzlich als freier Mensch geboren ist und dass man seine Freiheit nur dort abgeben sollte, wo es gesellschaftlich notwendig ist. Den komme ich dann eh noch später. Im staatlichen Kontext ist mir auch wichtig, heißt Freiheit ganz was anderes. Wenn Leopold Fiegel sagt, Österreich ist frei, dann meint er, dass der Staat frei und unabhängig entscheiden kann. Auch der Nationalstaat soll frei sein. Im Rahmen der Menschenrechte, aber doch frei. Dann, der nächste Punkt ist Souveränität. Kann man auch wieder auf der persönlichen Ebene anfangen. Souveränität, jeder Mensch ist für sich ein Souverän zunächst. Das ist mir wichtig zu betonen. Die Freiheit eines jeden soll die Grundlage der Freiheit aller sein, Karl Marx. Aber es geht bei Souveränität natürlich auch um Staatlichkeit. Der Nationalstaat, der demokratisch organisierte, an den Menschenrechten orientierte Nationalstaat, soll auch souverän sein. Souverän in der Willensbildung seines Volkes, das aus souveränen Menschen besteht. Dann kommen wir zu Vielfalt. Ein Staatswesen, das monoton organisiert ist, kann nicht demokratisch sein. Vielfalt ist ein Wesensmerkmal einer Demokratie. Ohne Vielfalt werden Diskussionen überflüssig. Das heißt, Vielfalt brauchen wir, um überhaupt Demokratie und Diskurse leben zu können. Jemand, der die Vielfalt nivellieren will, will in Wirklichkeit die Demokratie nivellieren. Solidarität ist der Kitt der Gesellschaft. Da gibt es die persönliche Ebene. Ich erkläre mich solidarisch mit einem Menschen. Ich schütze die Schwächeren. Und es gibt die Ebene des Staates. Sozialstaat, Sozialpartnerschaft. Das sind so die 2 Schlagwörter in der Ebene des Staates. Kommen wir zur Neutralität. Neutralität heißt da mehreres aus meiner Sicht. Natürlich im staatlichen Kontext, dass ein neutraler Staat als Vermittler auftritt. Das heißt, er greift keine Partei, er spielt Schiedsrichter im idealen Fall. Das vereinbart sich nicht damit, dass man zum Beispiel Fahnen eines Staates, der nicht Österreich ist, auf ein Bundeskanzleramt hängt. Das heißt, ein neutraler Staat sagt, ich ergreife weder für dich noch für dich Partei, ich versuche zwischen euch beiden zu vermitteln. Wenn man darüber nachdenkt, ist das auch vernünftig, weil es hat nie nur eine Seite recht. Das heißt, ich würde Neutralität dann auch umfassender sehen, auch innerstaatlich. Das ist so für die neue Komponente, die ich reinbringen will. Dass man auch sagt, okay, es gibt die christlich-sozialen, es gibt die Konservativen,
Es gibt die Sozialisten, es gibt die Kommunisten, es gibt die Liberalen, es gibt die Grünen. Und das gehört neutral vermittelt. Und darum setze ich mich auch für eine Proporzregierung ein, bei der alle Parteien vertreten sind, die gewählt worden sind. Warum? Weil das die weltanschauliche Neutralität gewährleistet. Es ist nicht einzusehen, dass Parteien, die insgesamt knapp über 50% der Stimmen haben, 100% der Politik bestimmen. Nur 100% können 100% der Politik bestimmen. Sie haben jetzt da vom Diskurs auch gesprochen. Ist das der Weg dorthin, diesen Konsens zu erreichen? Natürlich. Man muss schon realistisch sein, darum habe ich auch gesellschaftliche Subsysteme entwickelt. Der Diskurs ist das Idealmodell. Aber es braucht, wie ich im Buch geschrieben habe, geistige und materielle Voraussetzungen. Wenn ich jeden Tag damit beschäftigt bin, dass ich überlebe, dass ich meine Wohnung bezahle, dass ich arbeiten gehe und so weiter, dann kann ich nicht so am Diskurs teilnehmen wie ein reicher Millionenerbe. Das heißt, ich muss zunächst die sozialen Voraussetzungen schaffen, die materiellen Voraussetzungen in Anführungszeichen, damit Diskurse auf gleicher Ebene möglich sind. Wie Habermas gesagt, im herrschaftsfreien Raum. Da braucht man aber Voraussetzungen, auch geistige Voraussetzungen, Allgemeinbildung, politische Bildung, philosophische Bildung. Das heißt, Diskurse sind zwar der Weg dorthin, aber dass Diskurse im umfassenden Sinne überhaupt möglich sind, braucht es auch wieder Voraussetzungen. Und dafür braucht es Subsysteme. Es braucht eine Wirtschaft, die für Wohlstand sorgt. Es braucht eine Politik, die für demokratische Regeln sorgt. Es braucht einen Rechtsstaat, der diese Regeln auch gleichberechtigt umsetzt und so weiter und so fort. Das heißt, der Diskurs ist der Weg, aber auch gleichzeitig das Ziel, wenn man so will. Das ist die Dialektik dahinter. Diskurs als Weg und das Ziel der Gesellschaft. Nehmen wir jetzt dieses Bildungssystem einmal her, als einen Weg auch diskursfähig zu werden. Was sind da aus Ihrer Sicht notwendige Veränderungen oder Schritte, die es braucht, um dieses Ziel zu erreichen? Ich glaube, zunächst einmal ist es wichtig, dass man Autoritäten abbaut. Also jetzt nicht nur im Bildungssystem, sondern allgemein. Ich glaube, man muss weggehen vom Autoritätendenken hin zum Dienstdenken. Das heißt, es muss natürlich von der Schülerin oder vom Schüler akzeptiert werden, dass der Lehrer oder die Lehrerin in seinem Dienst für Ordnung sorgt in der Klasse. Das ist logisch, aber nur in seinem Dienst. Es geht nicht darum, dass man die Person des Lehrers oder der Lehrerin grundsätzlich als Autorität anerkennt. Es geht nur darum, dass man seine Dienstfunktion im konkreten Rahmen anerkennt. Dann wäre es auch leichter, glaube ich, für Schülerinnen und Schüler zu akzeptieren, dass der Lehrer gewisse Kompetenzen hat. Das heißt, er ist in seiner Rolle als Lehrer zu respektieren, zu... Richtig. Ja. Als Lehrer im Sinne auch eines Moderators und eines Inputgebers. Und jetzt kommt die Ebene der Fächer oder der Kompetenzen, wie immer, man kann das so und so organisieren. Ich glaube, es ist wichtig, dass es mehr politische Bildung gibt, wesentlich mehr politische Bildung und auch wesentlich mehr philosophische Bildung. Das einzige Fach, wenn wir uns ehrlich sind, wo philosophische Bildung halbwegs vorkommt und dann natürlich ideologisch eingefärbt, logischerweise, das ist kein Vorwurf, ist der Religionsunterricht. Logischerweise logisch eingefärbt ist auch seine Aufgabe. Mein katholischer Religionsunterricht kann jetzt nicht sagen, bitte werdet alle Atheisten. Das kann und soll er nicht tun. Darum braucht es eine Ergänzung im Philosophieunterricht. Mir wurde da dann oft gesagt, ja, aber man kann Kindern nicht Philosophie beibringen. Ich sage, das Erste, was man Kindern beibringen kann, ist Philosophie. Das Problem ist, dass die meisten Menschen Philosophie mit Philosophiegeschichte verwechseln. Philosophiegeschichte ist natürlich komplex und kann man erst später lernen. Aber philosophieren, Fragen stellen, Antworten für diese Fragen suchen, das kann jedes Kleinkind. Und das soll man auch mit jedem Kleinkind tun. Und darum ist es wichtig, dass schon vom Kindergarten weg eigentlich Philosophie unterrichtet wird, unter Anführungszeichen. Ein zweiter Aspekt ist die wirtschaftliche Seite, die soziale Seite, die Sie angesprochen haben. In Ihren Ausführungen sprechen Sie von einer ökosozial-sozialpartnerschaftlichen Marktwirtschaft und auch von einem Geldsystem, das für Stabilität und Sicherheit sorgen soll. Können Sie dazu Näheres sagen? Ja, also das Wort ökosozial ist in aller Munde, wird oft missbraucht, muss man auch dazu sagen. Grundsätzlich heißt das für mich, dass man sowohl die ökologische als auch die soziale Komponente berücksichtigt.
Das heißt, dass man zunächst schaut, dass Klimaschutz und soziale Rechte, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmerrechte als Beispiel, gewährt bleiben. Das ist einmal die Voraussetzung, dass man Wirtschaft überhaupt denken kann. Das heißt, ohne dass man Umwelt mit berücksichtigt, ohne dass man die Menschen mit berücksichtigt, die dort arbeiten in diesen Betrieben, kann es kein Wirtschaften geben. Sozialpartnerschaftlich, das ergibt sich ja daraus, heißt für mich jetzt nicht die alte langatmige Sozialpartnerschaft, das heißt es auch natürlich, die muss es nach wie vor noch geben, das heißt für mich schon, dass man im Betrieb ansetzen muss. Als Beispiel habe ich genannt, dass die Hälfte der Aufsichtsräte die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer stellen. Aktuell ist es ein Drittel, nicht so richtig. Mhm. Lage aktuell. Damit der Kapitalgeber, der auch seine Funktion hat, das streite ich ja nicht ab, soll auch haben, und der Arbeitgeber eigentlich, weil der Arbeitnehmer ist eigentlich der, der die Arbeit gibt, wenn man genau nachdenkt, nehmen halt Arbeitnehmer, damit keine Verwirrung entsteht, der Arbeitnehmer und der Kapitalgeber gleichberechtigt sind, schon im Betrieb. Das ist halt der Unterschied zur alten klassischen Sozialpartnerschaft, die auf Bundesebene erst beginnt eigentlich. Das heißt, von der betrieblichen bis zur internationalen Ebene soll es Sozialpartnerschaft geben, auf Augenhöhe. Der eine gibt die Arbeit, das ist der Arbeitnehmer, klingt lustig, ist aber so, und der andere stellt Kapital zur Verfügung. Beides ist wichtig und beides soll sich ergänzen. Das ist mit Sozialpartnerschaft gemeint, Marktwirtschaft. Um Missverständnisse aufzuräumen, ich fasse den Wirtschaftsbegriff eng. Das heißt, Daseinsvorsorge darf nicht wirtschaftlich sein, Gesundheitssystem darf nicht wirtschaftlich sein, Sozialstaat darf nicht wirtschaftlich sein, Bildungssystem darf nicht wirtschaftlich sein, Müllabfuhr darf nicht wirtschaftlich sein, Jugendzentren dürfen nicht wirtschaftlich sein. Wirtschaft ist echt beschränkt dort, wo man sagt, man will individuelle Bedürfnisse schaffen. Und dort bin ich für die Marktwirtschaft. Warum? Weil Sie kaufen mein Buch, Sie geben mir 3 Euro. Ich kaufe mir eine Leberkässemmel. Sie haben Freude beim Lesen, ich habe ein Essen. Das ist für mich Logik, das ist für mich Marktwirtschaft und das ist okay. Dort wird es nicht okay, wo es darum geht, um soziale Grundrechte. Wohnung. Wohnungen können nicht am Markt lukriert werden natürlich. Wohnungen sollen staatlich organisiert werden. Oder halt genossenschaftlich dann in Vertretung des Staates. Das ist natürlich noch eine Spur besser. Und was mir hier auch noch wichtig ist, um zur Währungspolitik zu kommen, das hängt auch zusammen mit, wo Marktwirtschaft funktioniert. Ich glaube, Marktwirtschaft funktioniert nur dort, wo Währungen stabil sind und wo Währungen regional sind. Das heißt, im Nationalstaat begrenzt. Das Beispiel, was Adam Smith gebracht hat, ist ja das, was ich auch gebracht habe. Leberkässemmel, Buch als Austausch und der Mittel ist der Weg. Der Weg dorthin ist das Geld. Weil jetzt ist ja unlogisch für mich, dass Sie mir eine Leberkässemmel geben und ich ein Buch gebe, geben Sie mir die 3 Euro und ich kaufe mir noch, die Leberkässemmel ist in Ordnung. Das heißt, das ist okay. Das, der Mittlergeld ist okay. Der Mittlergeld ist okay, aber nicht der Zweckgeld ist okay. Das, dort, wo Geld als Ware behandelt wird, wie die Leberkässemmel, dort wird es ein Problem. Geld darf keine Ware sein, Geld muss ein Zahlungsmittel sein. Dort müssen wir wieder hin. Die Folgeinitiativen brauche ich ja nicht erwähnen, die kennt eher jeder mittlerweile, glaube ich, der politisch interessiert ist. Das heißt, Geld muss von weg sein von Spekulationen, muss regional organisiert sein und muss den Menschen dienen. Muss wieder die Funktion haben, dass ich mein Buch gegen Leberkässemmel tausche, aber ich die Freiheit habe, dass ich die 3 Euro doch für einen Joghurt ausgebe, weil das momentan gesünder ist für mich. Das heißt, das ist das Wesen des Geldes, nicht mehr, nicht weniger. Sobald Geld schwankt und so weiter, sobald das so ist, ist es falsch. Darum fordere ich ein Weltwährungssystem, eine Weltwährung, die aber nur als Rückkopplung gilt und nationale Währungen, die auf Basis der Weltwährung funktionieren. Das heißt, ich fordere, um plakativ das zu sagen, ich fordere den Humano, habe ich das genannt, auf Weltebene, und konkret die nationalen Währungen in Österreich würde ich das wieder Schilling nennen, so nostalgisch bin ich schon. Jetzt haben Sie eine Menge an Vorgaben und Regeln gerade entwickelt. Andererseits sind Sie jemand, der auch sagt, Vorschriften müssen reduziert werden. Mhm. Ist das nicht ein Widerspruch? Nein, schauen Sie, man muss unterscheiden, wie ich vorher gesagt habe. Dort, wo wir uns verständigen müssen, wie beim Geldsystem, ich meine, ein Euro, das mir besser gefallen würde, ein Schilling oder ein Humano,
muss ein Humano sein für mich. Das kann jetzt nicht jeden Tag etwas anderes sein und ich kann das nicht aushandeln täglich. Das würde uns alle überfordern. Dort brauche ich natürlich Regeln. Ich muss sagen, das ist die Währung und das ist der Humano Schilling von mir aus auch Euro in einer Übergangsphase wert. Dort, wo für mich die Freiheit beginnt, ist bei persönlichen Entscheidungen, wie ich vorher gesagt habe, Marktwirtschaft. Ich soll am Markt entscheiden, was ich kaufe. Sie können mein Buch kaufen, aber Sie können auch eine Leberkässemmel kaufen, weil Sie sagen, ein Buch ist Dreck, Leberkäs ist mehr mein Geschmack. So, das soll freistehen. Dort beginnt die Freiheit. Aber nicht, dass ein Schilling ist. Dort kann ja keine Freiheit beginnen. Und zum Beispiel, ich bringe auch andere Beispiele. Ich habe gebracht in meinem Buch zum Beispiel das Beispiel Cannabis. Wieso ist das nicht legal? Was spricht dagegen? Anderes Beispiel, Rauchverbot. Ich meine, ich finde es in Ordnung, dass dort, wo gegessen wird, in den Raum nicht geraucht wird. Bin ich voll dafür. Aber wieso der Staat einer Raucherbar vorschreibt, dass man dort nicht mehr rauchen darf, das ist ja skurril. Wieso kann das nicht der Markt regeln? Ich meine, wenn ich in eine Shisha-Bar gehe und ich sage, ich will nicht, dass geraucht wird, dann muss man vielleicht meine Psyche hinterfragen, weil da glaube ich, bin ich psychisch gestört oder bekenne den Begriff der Shisha-Bar nicht. In einer Shisha-Bar wird geraucht, Punkt. Wer dort nicht hingehen will, geht nicht hin. Man muss ja dort nicht mit seinen dreijährigen Kindern hingehen. Und dort ist für mich die Freiheit, wo ich sage, ja, ich kann dort hingehen. Ich gehe in ein Raucherlokal, mir ist das egal, Punkt. Natürlich, wie gesagt, dort, wo gegessen wird, wo Familienfeiern sind, ist es durchaus vernünftig, dass nicht geraucht wird, da kann man das auch staatlich regeln. Aber im Barbereich. Das heißt, Rahmenbedingungen braucht es, aber innerhalb dieser Rahmenbedingungen eine größtmögliche Freiheit. Ja. Mhm. Freiheit so viel wie möglich, Vorschriften so viel wie notwendig, kann man zusammenfassen. Ich meine, Okay. Wir haben ja jetzt 2 Jahre erlebt, wo das teilweise umgedreht wurde. Ich habe ja schon prophetisch 2018 geschrieben, der Staat soll nicht als oberster Moralapostel auftreten. Ich glaube, das ist das. Der Staat soll Rahmenbedingungen schaffen und der Staat soll dafür sorgen, dass niemand unter die Räder kommt. Aber der Staat hat nicht die Aufgabe zu sagen, wie man sich gesund ernährt. Ich meine, das kann nicht Aufgabe des Staates sein. Weil ich warte nur auf die Leberkässemmelsteuer. Ich meine, das ist ja lächerlich. Ich meine, der Staat soll natürlich Aufklärung finanzieren. Das ist vollkommen legitim. Er soll Ernährungsberater finanzieren, alles d'accord. Aber soll nicht eingreifen in dieser Weise, dass er sagt, das isst mir du mir nicht, das machst du mir nicht. Also, du trinkst keinen Alkohol. Oder wenn du Alkohol trinkst oder fettleibig bist, musst du zahlen fürs Spital. Ich meine, so kann es ja nicht sein. Das heißt, ein Sozialsystem muss eben berücksichtigen, dass Leute Fehler machen. Das ist ja für mich auch der Unterschied zwischen Sozialversicherung und privater Versicherung. Eine private Versicherung, die kann sagen, du hast 180 Kilo, dich nehme ich nicht. Legitim. Aber eine Sozialversicherung muss sagen, du hast 180 Kilo, ist vielleicht nicht geschickt für dich, aber nehme ich zur Kenntnis und wenn du ins Spital musst, nehmen wir dich sofort auf, ohne Hinterfragen. Und das ist ja das Wesen eines Sozialsystems. Die Freiheit zu ermöglichen eigentlich auch. Dadurch ermögliche ich auch Freiheit. Okay, es ist halt die Freiheit, dass ich 180 Kilo mehr anesse, okay, aber immerhin. Weil Freiheit kann ja nicht nur vernünftig sein, sondern wäre es ja keine Freiheit. Okay. Sie träumen auch von einer Friedensrepublik Österreich. Was sind so die Säulen dieses Modells? Das ist auch wieder eine Rede von mir vom 26. Oktober 2019. Die 3 Säulen habe ich genannt und ich werde es dann kurz erklären. Proporz, Sozialpartnerschaft und Neutralität. Proporz habe ich erklärt, alle gesellschaftlichen Kräfte sollen nach ihrer Größe beteiligt sein. Auf Regierungsebene die Parteien, auf anderer Ebene andere. Das heißt, jede Gruppe, die es gibt und auch jede Einzelperson soll nach ihrer Stärke vertreten sein. Das ist für mich Proporz. Das ist nicht die Mauschelei zwischen 2 Großparteien. Das ist der Diskurs zwischen allen Parteien und zwischen allen politischen Gruppierungen. Sozialpartnerschaft habe ich ja schon ausgeführt, das heißt von Betrieb bis zur internationalen Ebene, das heißt
Kapital und Arbeit auf Augenhöhe begegnet und immer berücksichtigt, dass die Arbeit die Mehrheit der Bevölkerung ist. Das natürlich immer im Hinterkopf mitdenken. Und Neutralität, auch schon erklärt, sowohl nach außen, das ist ja bekannt, zwischen Parteien in einem Konflikt vermitteln, aber auch nach innen, wir werten nicht, ob du kroatischsprachig bist oder deutschsprachig oder türkischsprachig. Wir sind Menschen und wir sehen das zunächst neutral. Ich glaube, das sind die drei Säulen, die wesentlich sind. Also ein Aspekt, der mir da auch aufgefallen ist, Sie sprechen auch von der Überwindung der neoliberalen EU-Verträge. Das heißt, Austritt aus der EU, das heißt, innerhalb der EU bleiben, Veränderungen bewirken, oder wie lässt sich das jetzt realpolitisch gestalten? Die Realpolitik ist die Kunst des Möglichen, ne? Das von denen. Na, also, es gibt natürlich mehrere Varianten, ne? Das ist schon richtig. Also zunächst einmal würde ich die Bevölkerung fragen, was sie bevorzugt, ne? Das ist heute für wesentlich. Aber es muss klar sein, dass mit der aktuellen EU, mit diesen Verträgen, das, was wir hier alles fordern, was ich vorher erwähnt habe, de facto möglich ist. Das muss man im Hinterkopf mit berücksichtigen. Das heißt, wenn man Veränderungen will, muss man diese EU-Verträge schießen. Das heißt jetzt nicht, dass man als Nationalstaat egoistisch agieren soll, das nicht. Aber man soll entweder aus der EU austreten oder die EU so weit entwickeln, was ich für schwierig halte, dass sie mehrere Aspekte berücksichtigt. Einerseits soll sich eine Gemeinschaft nicht auf einen Kontinent beschränken. Warum? Weil ich sehe die Gefahr des europäischen Superstaates, der auftritt wie die USA oder die Sowjetunion. So etwas will ich auf unserem Kontinent nicht sehen. Ich brauche keine neue USA, die halt jetzt dann europäische Gemeinschaft oder europäische Vereinigte Staaten, wie auch immer heißt. Das heißt, man braucht in Europa nicht so etwas, was es in Amerika gibt oder in Asien, so Supernationen. Darum bin ich dagegen, dass so eine Gemeinschaft auf einen Kontinent beschränkt ist. Das ist einmal das Erste. Dann bin ich auch dagegen, dass so eine Gemeinschaft in die nationale Souveränität eingreift, mit Ausnahme der Menschenrechte, das ist schon klar. Aber wenn ein polnischer Verfassungsgerichtshof sagt, dass nationales Recht über EU-Recht steht, dann ist das für mich das Normalste auf der Welt. Warum? Weil das nationale Recht vom Volk gemacht worden ist letztlich, durch die gewählten Vertreterinnen und Vertreter. Während das EU-Recht bürokratisch festgelegt wird. Emmerich Dalloz spricht auch davon, dass die EU, so wie sie momentan ist, kein demokratisches Gebilde ist. Kann es aus meiner Sicht auch nicht sein, weil es gibt ja keinen Demos. Wer ist das, der Demos der EU? Die Nationalstaaten, die einzelnen Menschen der EU, die miteinander relativ wenig zu tun haben, sehe ich nicht. Das heißt, die Unabhängigkeit der Staaten muss in einem internationalen Gebilde gewahrt bleiben. Und dann muss der Vorrang der Wirtschaftssouveränität auch gewahrt bleiben. Das heißt, es geht zunächst darum, dass die Staaten selbst erzeugen, was sie selbst erzeugen können. Erst dann sollen sie am Markt zukaufen. Zum Beispiel, wieso sollen wir in Österreich Rindfleisch aus dem Ausland importieren? Auch aus dem EU-Ausland, ist ja lächerlich. Wenn ich selber mehr produziere, als ich brauche. Und bei Bananen kann man sagen, wieso sind Bananen so billig im Verhältnis? Das heißt, es geht um eine Deglobalisierung. Das heißt, eine internationale Gemeinschaft soll dafür sorgen, dass die Nationalstaaten souverän sind, sowohl wirtschaftlich als auch politisch. Und erst dann ist für mich so eine internationale Gemeinschaft zu akzeptieren. Ich würde das nennen Gemeinschaft unabhängiger Staaten für einen fairen Handel. Und ob ich jetzt das mit einer Radikalkur mache und ich aus der EU austrete und mir dann Verbündete suche, oder ich versuche mit anderen Staaten in der EU so ein Projekt voranzutreiben, ist eine philosophische Frage. Das Ziel muss sein, eine Gemeinschaft unabhängiger Staaten für einen fairen Handel, das heißt einen Handel, der ökologische und soziale Mindeststandards setzt und einen Handel, der darauf achtet, dass die Nationalstaaten wirtschaftlich souverän sind. Sie sind ja generell auch ein Fan der kleinen Einheiten. Sie sprechen natürlich von Familie und Gemeinde. Das heißt, auch Österreich ist eigentlich ein sehr großes Konglomerat diesbezüglich. Und wie könnte das jetzt in Österreich anders
laufen, auch wenn es um die Betonung der kleineren Einheiten geht oder der kleinen Einheiten. Ja, Schatz, ich glaube, dass das Problem ist, dass zu viel Bund-Länder immer ist. Ich habe es gescheit, dass man mehr auf die Gemeinden schaut. Mhm. Weil die Gemeinden, das sind, wo der Bürger und die Bürgerin am ersten politisch partizipieren kann. Schaut, ich bin in einer Gemeinde, wo 3000 Einwohner sind. Ich kann Ihnen sagen, ein Wahlkampf einer Partei kostet dort im Schnitt 10.000 Euro. Na, das hat bald eine Gruppe von Menschen. Das heißt, politische Gruppen können auch am ersten in der Gemeinde realisieren, weil da brauche ich nicht die Millionen wie auf Bundesebene. Das heißt, wer die Gemeindeebene stärkt, stärkt auch kleine politische Gruppierungen logischerweise. Weil auf Gemeindeebene kann man auch mit wenig Geld viel erreichen, durch persönliche Kontakte und außerdem, weil ein Gemeindewahlkampf selbst bei Top-Parteien, die top-professionell sind, wenig kostet. Bei 10.000 rede ich von SP und ÖVP. Da rede ich jetzt nicht von einer kleinen Bürgerliste, die deutlich weniger kostet. Und was ist das im Verhältnis? Das heißt, da kann ich bald, rechnen Sie es aus, wie viele Leute ich noch brauche mit 100 Euro, dass man so ein Projekt startet. Das ist durchaus machbar. Auf Bundesebene, schwierig. Ne? Also schon auch deswegen. Das heißt, politische Partizipation beginnt dort, wo sie hingehört, in der Gemeinde. Und da muss man, das muss ich schon auch dazu sagen, auch dafür sorgen, dass die Menschen auch möglichst in ihrer eigenen Gemeinde arbeiten können. Und wenn sie immer Auspendler oder Wochenpendler sind, was überhaupt das Ärgste ist beim Pendeln, dann sind sie nirgends zu Hause. Unter der Woche sind sie in Wien, wahlberechtigt sind sie in Burgenland. Naja, das ist nicht optimal für Partizipation. Nicht? Die Gemeinde ist von Montag bis Freitag ausgestorben in vielen burgenländischen Gemeinden, vor allem im Südburgenland. Und am Samstag, Sonntag gibt es halt Feste. Okay. Aber das kann nicht der Sinn einer Gemeinde sein. Gibt es da, weil wir jetzt nochmal bei der Wirtschaft gelandet sind, auch eine Idee, wie das passieren könnte, dass man wirklich vor Ort Arbeit hat und daher eingebunden ist in so ein Netzwerk einer Gemeinde? Schauen Sie, ein Aspekt, das ist nicht in meinem Buch, aber da habe ich mir überlegt im Zuge der ökosozialen Steuerreform, ein Aspekt wäre für mich, dass die Pendlerpauschale zwar bleibt, aber der Arbeitgeber die Pendlerpauschale übernimmt. Das heißt, weil ich nicht einsehe, dass der Staat das fördert, dass Menschen weit pendeln müssen. Jetzt wäre aber der große Nachteil, dass dann niemand in Wien jemand aus einer ländlichen Region nimmt, weil ich muss ja die Pendlerpauschale zahlen. Aber dieses Geld, was frei wird durch die Pendlerpauschale, das könnte man ja dafür verwenden, dass man und das ist wieder Teil meines Buches, dass man einen Fonds schafft, der gezielt den ländlichen Raum wirtschaftlich fördert. Der gezielt Arbeitsplätze vor Ort fördert. Ich glaube, dass das wichtig ist, dass man dort ansetzt, Pendlerpauschale beim Arbeitgeber und das Geld, was frei wird, plus noch andere Dinge, werden in einen Fonds investiert, der gezielt ländliche Entwicklung fördert. Das war so meine Idee dahinter. Ein Stichwort, das mir jetzt wieder einfällt, auch in Ihrem Buch Vollbeschäftigung. Ist das nicht eine Vision, also eine Illusion? Überhaupt nicht. Schauen Sie, ich bringe ein Beispiel, wo es schon verwirklicht wurde in Ansätzen. Schauen Sie, es geht ja darum, es gibt Arbeiten, die getätigt werden und es gibt Geld. Das sind ja die zwei Komponenten. Und jetzt muss ich das Geld zur Arbeit bringen oder die Arbeit zum Geld. Jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten. Die gängige Möglichkeit ist natürlich der Markt. Aber mit dem Markt werde ich keine Vollbeschäftigung schaffen, weil es wird dort Arbeiten geben, die zahlt keiner in dem Sinn. Das heißt aber nicht, dass sie unnötig sind, das heißt, dass sie keiner zahlt. Jetzt muss ich mir als Staat überleben, wie kann ich das finanzieren? Okay, einerseits brauche ich natürlich Einnahmen, ist ja logisch. Das andere wäre populistisch, wenn ich sage, haben wir Geld raus, tschüss, teilen wir 100.000, ich meine, heute Landeshauptleute gegeben, die haben das gemacht, bekanntlicherweise. Machen wir eine Wertschöpfungsabgabe. Wertschöpfungsabgabe heißt, personalintensive Unternehmen zahlen weniger, maschinenintensive Unternehmen zahlen mehr. Das heißt, ich fördere menschliche Arbeitskräfte. Das ist die eine Ebene. Und die zweite Ebene ist, mit diesen Mehreinnahmen, die ich dadurch hätte, könnte ich etwas finanzieren, was zum Beispiel in Burgenland gibt. In Burgenland gibt es seit ein paar Jahren das Modell,
der Bezahlung von pflegenden Angehörigen. Es ist statistisch so, dass die Mehrheit der Menschen zu Hause gepflegt werden will. Ich meine, das ist nicht immer möglich und es soll auch Pflegeheime geben, aber man muss auch den Wunsch der Mehrheit akzeptieren und da ist für mich auch verständlich. Jetzt kann man sagen, Pflegegeld, aber Pflegegeld ist Almosen in Wirklichkeit. Da hast du 300er, tschüss. Das Land Burgenland geht einen anderen Weg. Das Land Burgenland zahlt dir die Pflege. Das Land Burgenland hat eine GmbH geschaffen, die dich anstellt. Du bist dann Arbeitnehmer dieser GmbH und bekommst als pflegender Angehöriger Geld und bist normaler Arbeitnehmer. Hast einen Urlaubsanspruch, im Urlaub kommt eine andere Pflegerin zu deiner Mutter und so weiter. Und das ist für mich ein Modell, das auf mehrere Bereiche übertragen lässt. Du arbeitest etwas, was momentan nicht bezahlt wird. Wir schauen, wie du zu Geld und zur Sozialversicherung kommst. Und um das geht es. Das waren ja auch die Staatsbetriebe in den 50er, 60er, 70er. Und das muss man moderner weiterdenken, so wie halt in Burgenland mit den pflegenden Angehörigen und so weiter. Und dann schafft man auch Vollbeschäftigung. Das heißt jetzt nicht, dass man nicht dort, wo es trotzdem Einzelfälle gibt, die keine Arbeit finden, auch Vollbeschäftigung, also nicht 100%, sondern 99% oder so, dass die halt ein Grundeinkommen dann haben und halt eine Grundsicherung, wie man das halt nennt, da will ich mich nicht auf ein Modell festlegen, das soll es natürlich auch geben. Aber in erster Linie soll darauf geachtet werden, dass, ich sage mal, 99% eine Beschäftigung haben, wo sie sozialversichert sind. Das heißt, so Care-Arbeiten wie Pflege oder Kindererziehung, dass man die auch honoriert finanziell. Mit einem Gehalt, wo spricht dagegen? Wir haben vorher bei den kleineren Einheiten auch von der Gemeindepolitik geredet, von den politischen Parteien. Sie haben ja auch eine Vision, die in die Richtung geht, eine soziale Bewegung zu schaffen, die bunt und vielfältig ist und die wirklich an den einfachen Menschen orientiert ist und deren Wünsche und Bedürfnisse befriedigt. Ist das jetzt eine Aussage, die heißt Parteien abschaffen oder wie ist das zu verstehen? Das ist natürlich ein Prozess, der in Bewegung sein muss. Ich habe die Bewegung Österreich anders genannt, zunächst einmal als Arbeitstitel. Mir gefällt der Arbeitstitel so, dass man durchaus beibehalten kann. Ich glaube, dass die Welt so vielfältig ist, dass sie nicht nur mehr von einer Partei abgedeckt werden kann oder von zwei oder drei. Und ich glaube, dass es aber wichtig ist, dass Menschen, die grundsätzlich in der gleichen sozialen Ebene sind, aber unterschiedliche politische Meinungen haben, trotzdem in einer sozialen Bewegung sein können. Das heißt, dass sich in dieser sozialen Bewegung reine sachpolitisch orientierte Menschen mit Sozialisten, Kommunisten, Grünen, christlich-sozialen, was auch immer treffen. Gemeinsam ist die Klammer, dass sie die Masse der Bevölkerung darstellen. Dass sie, wenn man so will, entweder auf Arbeitssuche sind oder von Montag bis Freitag arbeiten oder in einer wohlverdienten Pension sind. Und nicht Multimillionäre sind. Wenn sie das nicht sind, können sie Teil dieser Bewegung sein. Und diese Bewegung soll keine Ideologie erschaffen, sondern diese Bewegung soll den Diskurs zwischen diesen Menschen ermöglichen. Und sie soll auch basisdemokratisch organisiert sein. Und ein Grundsatzprogramm haben, aber nicht mehr. Das heißt, sollte jemand über die Bewegung in ein Mandat kommen, in weiterer Folge gedacht, dann darf er dieses frei ausüben. Man muss natürlich berücksichtigen, dass sie Menschen gewählt haben und vielleicht sollte er überlegen, wer es ist. Die Menschen sind, die ihn speziell gewählt haben und halt so agieren, aber das ist ja dann auch seine private Sache. Weil bei der nächsten Wahl wird er spürbar die Vorzugsstimmen, wenn er anders agiert als die Menschen, die ihn gewählt haben. Aber grundsätzlich soll sein Mandat frei sein. Und man sollte mit dieser Bewegung den Menschen freie Mandate ermöglichen. Das ist eigentlich so das letzte Ziel dieser Bewegung. Das heißt, Österreich anders, so wie Sie ihn nennen, wäre dann auch ein weiterer Player am Markt der Parteien, oder? Parteien, nein. Nein. Überhaupt nicht. Ich würde eher sagen, dass eine Bewegung der Bewegungen, wie ich das genannt habe. Mhm. Vielleicht können Sie es noch da genauer sagen, was Sie damit darunter verstehen. Die Bewegungen oder Parteien oder auch politische Organisationen bleiben natürlich für sich eigenständig. Ob das jetzt SPÖ, KPÖ oder Grüne oder wer auch immer ist. Aber sie gehen Bündnisse ein. Das kann so weit führen, dass man ein Bündnis bei einer Wahl eingeht. Ich meine, es gibt jetzt ein Beispiel in Ungarn, wo alle Parteien quasi, die nicht der Orban sind, gegen einen Orban kandidieren. Warum nicht? Also, oder Israel, ich meine, das Parteibündnis in Israel,
die Regierung Bennett von jüdischen Nationalisten bis zu Vertretern der Palästinenser alles in einer Regierung vereint? Momentan merke ich nicht viele Probleme, die diese Regierung hat, wo es geheißen hat, na, das wird der Untergang, die werden nach 3 Monaten wird es die zerlegen. Mhm. Und ich glaube, wenn jüdische Nationalisten mit Vertreter der Palästinenser in der Regierung sein können, in Israel, können doch Sozialdemokraten, Grüne und ÖVP in einer Bewegung auch sein, wenn es die Sache zieht. Also man muss nicht, nehmen wir her, ein Startpunkt wäre eine Bundespräsidentschaftswahl. Ich meine, bei der letzten Wahl hat es das bei Van der Bellen schon teilweise gegeben in Ansätzen, nicht? Dass verschiedene Gruppen halt sagen, ja, aber den unterstützen wir. Das kann man ja auch auf anderen Ebenen machen. Das kann man machen in der kommunalen Ebene, in der Landesebene, in der Bundesebene. Das heißt, es ist dann sachthemenbezogen zum Sicher. Beispiel. Sicher. Es soll keine Zwangsgemeinschaft sein. Mhm. Es sollen sich nicht Parteien darin auflösen. Aber es kann heißen, okay, bei der Bundespräsidentenwahl treten wir gemeinsam an. Mhm. Bei der Nationalratswahl gemeinsam, bei der Landtagswahl wieder getrennt. Das soll kein Dogma sein. Mhm. Das heißt, Österreich anders soll keine Partei sein. Das auf keinen Fall. Sie soll die Summe verschiedener Menschen sein. Die sich natürlich auch teilweise in Organisationen schon organisieren, ist ja nichts verboten, das ist im Gegenteil. Das heißt, und natürlich kann dann auch je nach Wahl auch die Themenlage ganz anders sein, das ist ja auch klar. Sie haben vor 3 Jahren dieses Buch geschrieben, dieses Plädoyer geschrieben. Wenn Sie heute so zurückschauen auf diese 3 Jahre, wie weit ist Ihre Vision fortgeschritten? Sind Sie mal immer noch dort, wo man vor 3 Jahren, das ist ja ein langer Zeitraum natürlich, oder erkennen Sie schon Veränderungen? Einiges erkenne ich. Das mit den Grund- und Freiheitsrechten hat natürlich mehr Aktualität wie je zuvor, man ist ja bekannt. Das heißt, das habe ich schon vorweggenommen, wo es jetzt immer sich mehr radikalisiert hat. Das ist quasi die Horrorvision, die verwirklicht sich interessanterweise. Und die positive Vision verwirklicht sich teilweise auch. Selbstbestimmtes Österreich haben Sie genannt. Das war 2018 ein kleines Pflänzchen, das ich nur vom Hören sagen kannte. Jetzt startet das gemeinsam mit anderen schon Volksbegehren. Das heißt, das ist schon so eine Bewegung der Bewegungen im Kleinen. Genauso die Solidarwerkstatt entwickelt sich auch positiv aus meiner Sicht weiter, schon seit einigen Jahren. Das heißt, von denen bin ich guter Dinge. Harte Strache hat es provoziert, aber es hat gut funktioniert, die Regierung Bierlein. Finde ich, wäre in meine Richtung gegangen. Ich habe eine Regierung und ich habe ein Parlament, das sich autonom Mehrheiten sucht. Aber das ist ja das. Wenn es eine festgesetzte Regierung gibt, wo jede Partei nach ihrem Prozent vertreten ist, dann braucht es nicht diese Feilscherei um Regierungsposten. Es hat ja jeder sein Pöstchen. Dann kann man im Parlament um die Sache kämpfen, um die Sache Mehrheiten suchen. Und in der kurzen Phase der Regierungszeit Bierlein war das Parlament relativ frei. Und dort sollte es wieder hin. Was mich auch freut, ist, dass sich immer mehr Menschen auch versuchen, an Volksbegehren zu beteiligen. Das ist auch ein positiver Aspekt. Das sollte man auch als Staat honorieren, dass man ab einer gewissen Anzahl an Stimmen auch diese Volksbegehren automatisch zu einer Volksabstimmung führt. Das heißt, ja, sowohl eine Horrorvision im Bereich der Grundrechte, als auch die Vision, dass sich Leute vernetzen, hat sich teilweise verwirklicht. Das heißt, das Negative hat sich radikalisiert, okay, nehmen wir zur Kenntnis, und das Positive ist als kleines Pflänzchen vorhanden, aber es wächst. Und ich glaube, umso mehr Menschen jetzt dazuhören, umso mehr Menschen auf Basis dessen aktiv werden, umso mehr kann es auch größer werden. Man braucht Geduld, ist keine Frage. Wir haben nicht die Millionen, die andere haben. Also ich kann jetzt nicht 10 Millionen aus der Tasche zaubern und wir gründen eine Bewegung. Das heißt, es gestaltet sich klein. Es ist kleine Basisarbeit. Aber es läuft langsam, aber es läuft. Markus Gartner, danke, herzlichen Dank für das Gespräch. Ich bedanke mich. Danke auch für die Ausführungen zu der Politik für einfache Menschen, die auch von einfachen Menschen gemacht werden soll, denke ich. Ja, dass so wie jede und jeder auch sich einbringen kann.
Danke auch Ihnen, liebe Zuseherinnen und Zuseher, dass Sie dabei waren bei unserem Kamingespräch. Ich hoffe, Sie hatten genauso viel Freude wie ich und ich freue mich auch auf ein Wiedersehen bei einem weiteren Kamingespräch. Dankeschön. Idealism prevails. Make the world a better place.